Hallo Freunde, hier sind wir wieder bei Witcher 3. Yippei. Wir machen. Was guckst du so, ey, Junge? Wir machen mal weiter Hexenaufträge und zwar Hannah aus den Wäldern. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert, weil Hannah, die kennen wir ja eigentlich. Was Mutant, Alter? Was ist? Lass mich doch mal labern hier. Weil Hannah ist ja eigentlich die Frau des Baron. Eigentlich ist sie ja gestorben, deswegen interessiert mich gerade mal diese Quest hier. Wenn das die Hannah ist, dann könnte es interessant werden. Vielleicht müssen wir jetzt auch die Mumen beseitigen, man weiß es nicht. Also weit weg ist es nicht. Ich reite oder querfeld ein, das dürfte ein bisschen schneller gehen. Und ja, wenn ihr mich fragt wegen der Rüstung und das, was Plötzchen hier alles so anhat, ist das Nilfgaardische Rüstungsset. Gibt es als kostenlosen DLC über GOG.com oder GOG Galaxy. Bei Steam müsste das auch zu finden sein. Ihr müsstet allerdings... Platsch. Ihr müsstet allerdings zuvor... Oh! Ich erzähl's euch gleich. Moment. Kopf los. Und tot. Also ihr müsst zuvor das Ding, da ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Da gibt's was, das müsst ihr kostenlos dazu kaufen. Ich meine, es hieß kostenloses DLC-Pack oder irgendwie so, keine Ahnung. Ihr kriegt dann natürlich auch eine Rechnung über 0 Euro, aber dann könnt ihr das Ganze aktivieren und auch alles runterladen. Geht auch eigentlich dann relativ zügig. So, weiter geht's hier. Ich glaube, das ist diesmal eine andere Hannah. Wir werden sehen. Ich würde mal eben hier kurz absteigen. Und... Zeig mir deine Waren. Ich will mal eben ein bisschen Brot, Brot kaufen. Oh, hier haben wir sogar... jetzt geht er mal nicht so weit. Warenreparaturset. Und Gesellen auch. Beides. So, damit wir unterwegs mal unsere Rüstung ein bisschen reparieren können. Nehmen wir das Ganze natürlich mit. Alter, du bist ja manchmal behindert. So, Rüstungsschmied. Hast du irgendwas Neues? Wow. Du kannst nicht sehen. Lass mich. So. Vertickern, vertickern, vertickern. Was haben wir denn hier? Okay, Pergament. Hier haben wir Schema. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann Rüstungsreparaturset. Auch mitnehmen. Das hier. Auch mitnehmen. Aber ansonsten hat er ja nichts Spannendes hier. Gut. Warte mal. Lass mich einen Blick auf deine. Ach. Handwerk. Reparieren? Müssen wir hier irgendwas reparieren? 93, 95... Nö, das passt alles noch. Okay. Lebwohl. Bis dann. So. Hier können wir unsere Waffen ein bisschen schärfen. Gegenstände aufgewertet. So, das Ganze hält eine Viertelstunde. Und da wir ja hier die Quest machen... Ach, der Typ da. Mit dem müssen wir reden hier. Dem hier. Sei gegrüßt. Was willst du? Ich bin wegen des Auftrags hier. Die Bekanntmachung wegen Hannah aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hannah aus den Wäldern dir? Reden wir über meine Belohnung. Sprechen wir über die Belohnung. Ja. Also, wie viel verlangst du? 2,40, komm. Meinetwegen, wie du willst. Jawohl, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hannah aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen.
Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Na gut. Also dieser Weiße. Dann reden wir mal mit der guten Frau. Huch, da sitzt sie. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hanna aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter. Und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Okay, so. Wissen wir schon mal Bescheid. Nicht wundern, ich habe meine Dampfer gerade in der Fresse. Deswegen spreche ich gerade so komisch. Lalala. Jetzt hüpft doch mal mein Zaunmann, Alter. Hexer sind aktiviert. Huch. Ich hatte auch eine Erscheinung. Ah, hier ist doch was. Ein Stück Stoff. Vielleicht von einem Kleid. Ist am Unterholz hängen geblieben. Ja, und hier vorne habe ich Fußspuren. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Wir müssen wohl den Spuren folgen, nehme ich mal an. Da hinten lang. Huch. Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Quest aktualisiert. Warum sind die eigentlich so blöd und ziehen immer die Leichen und so mit? Huch. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief? Ein Brief. Lies den Brief. Inventar. Assassinenmesser. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Bogai hast. Aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt, doch das ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Bogai wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort an den üblichen Ort. Deine Sula. Ja, Sula. Oder wie auch immer du heißen magst. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Okay, frag du ihn, aber ich gehe jetzt erstmal. Wir fragen ihn gleich. Deserteure! Da hat er doch tatsächlich wieder so ein. Boah, Schnaps gesoffen. Nicht nachlassen. Scheiße. Ich muss das mal ändern. Immer wenn er so ein Bier säuft, ey, dann. Ätzend. Was haben wir denn hier drin? Kohle.
Oh, zidanische Kavallerierrüstung und Krone und ganz viel Mist und so. So, Inventar. Minus 10. Oh, plus 13. 20, 16, 28. Ja. So, ich muss mal eben hier nicht dieses Bier, sondern wir nehmen Brot oder so. Wasserflasche. Aha, beschleunigte Regeneration der Vitalität, wenn der Schaden... Okay, wir haben eigentlich jetzt Brot da, deswegen verstehe ich gar nicht, warum der eben so ein Bier gesoffen hat. Ne, das kannst du eigentlich wegstecken, das Schwert. Was liegt hier noch? Keine Ahnung. Oh, Hundis. Dab, 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 dab. So. Ach, der ist wohl in seiner Hütte jetzt, oder was? Ey, Junge! Sei gegrüßt. Was willst du? Sula und Bokai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter! Das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden. Einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Sula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Sula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Sula. Götter. Quest aktualisiert. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Und das heißt, was soll man da tun? Wir werden es sehen. Von der Uhrzeit her passt es ja fast. Es fängt gerade an zu dämmern. Wir haben kurz nach 8. So, oh, was haben wir hier? Blut. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Oh. Hübsch ist sie. Wow, was war das? Ach, das ist so. Komm, Hanna. Komm, Hanna. Wow, die ist aber... Wow, shit, mir da nicht aufgepasst. Mann, 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 Mann.
Dabei hatten wir sie fast. Ärgerlich. Was soll's, passiert. Jetzt brauchen wir wieder 3 Jahre zum Laden, oder was? Oh, es tut sich was. Also wir dürften jetzt, oder wir würden jetzt gerne weiterspielen. Dürfen wir denn dann auch, oder? Was ist los mit dir, hm? Ah, danke schön. So. Was haben wir eigentlich hier hinten? Nicht nachlassen! Deserteure. Boah! Dir wird's noch leid tun, dass deine Mama dich rausgepresst hat. Tut! Was für ein Schwert. Aber wieso hat er eigentlich jetzt schon wieder hier ein Bier gesoffen? Oder ist das Brot schlecht? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wo ist der Schatz? Hier. So. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, plus 24. Aber benötigte Stufe 13. Da sind wir ja bald. Gut, den Rest können wir nicht brauchen. Wölfe. So, ach, jetzt muss ich nochmal mit dem reden, oder was? Och, nö. Das ist ja doof. Aber wir können ja dann eben vorspulen. So. 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 Gut. Soll denn. Okay, so, weil das brauchen wir ja nicht. Kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Ja, wir probieren es, ja. Ein Hase. Und noch ein Wolf. So. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Und wieder ein Banditenlager. Oh, andere Richtung. So. Wow. Eins. Zwei.
Was zum Henker? So. Quest aktualisiert. Hannah aus den Wäldern. Geisteressenz, Nachterscheinungsmittel, jeden Haar. Nachterscheinungstrophäe, wie schön. Also ich finde das ja schon cool, wir kriegen immer wieder Trophäen. Allerdings, ich denke mal, wenn ich jetzt plötzlich wieder rufe... Ach, wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Hätte ich doch gar nicht machen müssen, verdammt. Ja, das habe ich mir gedacht, dann hängt da wieder nur so ein Beutel. So, was haben wir hier? Minus 7, können wir also nicht brauchen. Wir haben ja schon einige Trophäen. So. Ich werde jetzt mal ganz kurz meditieren. Und zwar so ein, zwei Stündchen. Obwohl, nee, wir machen es uns hell. So, ja. So 6 Uhr, da dürfte es hier langsam anfangen, hell zu werden. Jawohl. Dann ist nämlich die Energie voll. Und wir werden mal eben diese Banditen. Boah, Junge. Ziehst du mal dein Schwert, du Idiot. Alter. So, das war wieder peinlich, oder fast peinlich. Mann, Mann. Wo habt ihr denn noch einen Schatz hier? Da? Na, das hat sich ja gar nicht gelohnt, ey. Verdammte Tat. Plötze, Schätzelchen, komm mal her. Ein Reh. So, ab darunter. Dem guten Mann eben berichten, was wir getan haben. Ja, ich bin der Hexenmann. Ach, jetzt ist er da hinten in der Hütte, oder was? Ne, ist die gleiche wie vorhin. So. Sei gegrüßt. Was willst du? Hannah aus den Wäldern ist fort. Ich habe sie besiegt. Puh. Und sie kommt auch nicht wieder? Nein. Ich weiß, wie man Nachterscheinungen endgültig los wird. Ja, natürlich. Deine Belohnung, wie vereinbart. Vielen Dank dir, Meister Hexer. Sehr gern. Leb wohl. So. Quest abgeschlossen. Jawohl, ja. Dann würde ich sagen, guck ich doch mal eben, ob dieser Trottel jetzt doch vielleicht andere Kräuter hat. 240 Kronen oder was haben wir hier gekriegt? Was hast du sonst noch? Zähne von Leib? Bla 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 bla. Oh, der hat hier direkt wieder, ja. Zack. Zack. So. Das nehmen wir immer mit. Immer gut. So, ansonsten, was könnte ich dir denn verkaufen? Ach, der kauft sogar hier diese Dinger, oder was? Verkaufe mal alle Bücher hier, ist ja sinnfrei. Huch. Die kann man also auch verkaufen, aber ich weiß nicht, ob wir die brauchen. So, zack, 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 zack. Oh Mann. Ey, Junge! Enthält nützliche Informationen. Also ich denke mal, die brauchen wir schon noch. Glaube ich. Meine ich. Hier haben wir noch so Bücher. So. Man hätte das natürlich auch alles lesen können, aber... Hier ist auch noch so ein Ding. Was ist das? Vergilbtes Tagebuch. So. Hier können wir die ganzen Zutaten noch verticken. Was haben wir hier? Das kann weg, das kann weg. Quest, Quest, Quest. Das kann weg. In den Schlüssel bin ich mir immer noch nicht sicher. So, okay. Leb wohl. Bis dann. Und dann vertickern wir die anderen Schwerter und so, die wir gefunden haben, noch eben beim Schmied. Dam, dam. Und dann können wir das letzte hier wieder beenden. Zeig mir, was du hast. So. Also das kann weg. Das kann weg.
das Kern weg. Hier ist noch eins. Ey. Das Kern weg. Das behalten wir mal noch. Das Kern weg. Das Kern weg. Das Kern weg. Ja. Ja. So. Halt. Wir können direkt eben nochmal wieder alles reparieren. Handwerk reparieren. 82. Oh, komm. Wir reparieren alles, was wir hier haben. So, das werde ich nämlich jetzt demnächst immer machen. Bis dann. Wenn ich in der Nähe von einem Schmied bin. Gut. Ja, so, ich dackel jetzt nochmal eben nach Plötze. Wollen wir in die Pfützen springen? Warte. Hast du jetzt alle Monster verhindert? Entschuldigung. Ihr wolltet doch, dass ich in die Pfütze springe. Alles klar. So, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sterni. Ciao.